Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sind wir hier, wir haben wie gesagt nicht sehr viel spielen können. Da viele Codec-Gespräche, einige Cutscenes und so. Aber damit muss man rechnen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten meiner Abonnenten oder die meisten da draußen, die Newcomer vielleicht, die mich abonnieren werden, dieses LP erst anschauen werden, sobald nämlich alle Parts oben sind und veröffentlicht sind auf meinem Kanal. Kann ich nur durchaus verstehen, weil 25 Minuten ist wie gesagt nicht viel. Da schafft man hier nicht gerade sehr viel. Wenn ich eine Stunde machen würde, wäre das mit dem Hochladen scheiße, weil ich habe keine gute Internetleitung. Rendern kann ich ebenfalls sehr schlecht, weil mein Laptop ist auch nicht so der krasse Überflieger, sage ich jetzt mal. Ich versuche nämlich mir Geld anzusparen. Weil ich habe mir auch noch so viel vor, nämlich zu holen. So ein richtig Gamer-Laptop möchte ich mir holen, der richtig gut Leistung hat, wo ich auch relativ gut rendern kann. Dann könnt ihr zum Beispiel die Videos auch zukünftig auch auf HD schauen. Dann habe ich mir noch vor, vielleicht so ein neues Mikro zu holen. So das gleiche, was Astral hat, weil das, da ist man ja auch schon, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen, vielleicht 200 € dabei. Habe ich schon mal geguckt. Und das ist, wie gesagt, das benutzen die meisten professionellen YouTuber und ja, und da habe ich mir gedacht, das werde ich mir holen. Dann hat mir Astral auch noch mal einen Link geschickt vor ein, zwei Monaten vielleicht für so eine, ich sag mal so eine Webcam. Die kostet dann wiederum 60 €. Ja, also wenn man das jetzt zusammenrechnen würde, Mikro jetzt, ich rechne das jetzt wirklich mal so für 200 € hin, ne? Da wären wir schon mit der Webcam 260 und dann noch ein Gamer-Laptop, wo man dann auch so Pi mal Daumen vielleicht 1500 ist. Und ja, das ist wirklich schon eine enorme Summe, eine große Summe, so. Und deswegen verzeiht's, wenn der Upload immer so lange dauert, ganz ehrlich. Also, ich würde auch sehr viel mehr hochladen, wenn ich schon alleine eine bessere Internetleitung hätte und so 25-Minuten-Part. Würde vielleicht, was weiß ich, vielleicht 3 Stunden dauern. Jetzt mal so grob gerechnet, sage ich jetzt mal. Dann würde ich auch mehr Videos am Wochenende hochladen, ist ja wohl klar. Aber durch diese schwache Internetleitung ist mir leider nicht vergönnt, es zu tun, sondern dass ihr euch mit einem Part pro Tag am Wochenende zufrieden geben müsst. So, machen wir weiter. Hier ist ein Loch. Und hier kriege ich mal durch. Ja, komm, jetzt erklär mir noch, wie ich da durchkrieche. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left analog stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Ja, wir kriechen durch. Meister. Raiden ist ein Jungspund. Der kann das noch nicht. Nicht so schnell. Der kann vielleicht mal 1 plus 1 zusammenzählen. Naja, nur Scherz. Kleiner Scherz am Rande, Leute. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Sorry, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat, weil ich habe mal schnell was getrunken. So, wir betreten mal das Haus. Ich habe ja vielleicht in den vorherigen Parts mal Metal Gear Solid 2 Subsistence erwähnt. Subsistence gibt es auch für den dritten Teil. Das ist dann so gesagt der Director's Cut. Und das gab es damals halt für die PS2 nochmal extra. Bloß da ist das alles auf Englisch, weil ich konnte mir Subsistence nochmal für 3 € im Laden holen, weil wie gesagt, da ist nämlich so ein Modus dabei, der bei der HD Collection nicht dabei ist. Deswegen habe ich mir das nochmal geholt und euch das dann im Nachhinein auch noch zu zeigen.
I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Got it. Oder wir machen's so. So. Ach nee, das war da drüben. Ja, jetzt, Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. Wir brauchen den nicht zu verstecken. Und den Node müssen wir auch nicht benutzen, da wir auf sehr leicht, wie gesagt, spielen. Nochmal zur Information. Ich spiele halt sehr leicht, um erstmal die Story näher zu bringen. Für die Leute, die es nicht kennen. Ich werde es, wenn ich die HD-Version spiele, werde ich auf jeden Fall auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. So. Ne, hier ist was nicht. Ich will die Ration noch mitnehmen. So. Wir gehen nochmal hier raus, da jetzt das Gitter offen ist. Und das habe ich vergessen euch zu zeigen, weil hier liegt nämlich noch Doppelgranaten. Und die nehmen wir einfach mal mit. Nicht, dass ich sie brauchen werde. Oder werde ich sie brauchen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht. So. Man kann jetzt entscheiden, entweder geht man hier lang. Das kann ich auch hier zeigen. Entweder geht man jetzt zum Street B oder zum Street F Warehouse, also Warenlager. Aber hier, wie gesagt, kommen wir nicht weiter. Also dann hier zu EF Brücke. Und deswegen müssen wir ja eigentlich hier hin. Aber wenn man, wie gesagt, auf Höhenschwierigkeitsgrad spielt, findet man ja unten nicht die M9. Deswegen würde ich da auch vorschlagen, für die Leute, die das vielleicht zum ersten Mal spielen und vielleicht auch normal oder so, und die Waffe sollte nicht da unten liegen, geht dann hier zu dem Warenhaus und holt euch die Waffe. Weil ihr werdet sie mit Sicherheit brauchen, weil es macht alles um einiges einfacher. So, gehen wir mal weiter. Ich hoffe natürlich, euch gefällt nämlich das Let's Play, auch wenn es erstmal nur die PS2-Version ist. Ich werde natürlich die HD-Version auch noch aufnehmen, sobald ich nämlich mit Astral Peace Walker durch habe. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy! Is that... Alpha Zero, respond. All
Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ja, rettet den Präsidenten. So. Es ist aber viel angenehmer. Colonel, wir müssen nicht hangeln. Das ist genauso wie eine Schule. Mathe rechnen, ne? Nein, wir machen es uns schwerer. Wir benutzen die schwierigen Rechenwege und wir benutzen keinen Taschenrechner, weil das wäre ja fatal. So, weiter geht's.
strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Plissken. Iroquois Plissken. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first? I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking missions 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR, and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Plissken. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions,
the unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the Big Shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this Big Shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The Big Shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this, too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. So, Leute, endlich darf ich mal wieder ein bisschen reden. Wir haben Plissken kennengelernt. So, ich werde jetzt, wie gesagt, ein bisschen überziehen, so ein paar Minuten. So. Vamp. Ja, haben wir auch kennengelernt. Einer der Dead Cells. Der, gegen den müssen wir garantiert bestimmt auch noch kämpfen. Keine Frage, ist ja auch einer der Gegner. Ja, aber mit dem, was sich wirklich mit denen aufhat, das werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist noch sehr in die ist noch sehr in der Story verankert, aber dazu irgendwann, wenn es an der Zeit ist. So, Plissken sieht schon sehr stark nach Snake aus, ne? Hideo Kojima hatte sich da auch sehr an an so einem Film, die Klapperschlange, orientiert. Ist ein, glaube ich, ein Film aus den 80ern, wenn ich mich nicht irre. Und der Typ in dem Film hieß auch Plissken, auch alias Snake. Und ja,
Man sieht es auch von Aussehen her, Bart, die Haare. Augenklappe hat er zwar nicht, aber naja. Ja, deswegen auch der Name von der Klapperschlange und so. So, er schläft, mal gucken. Okay, ich lasse das. So, hier haben wir einen Schalldämpfer. Für die Sokom, die er uns gegeben hat. So, und den setzen wir auf. Den können wir auch nicht mehr abnehmen. Ich glaube, den Schalldämpfer kriegt man nur auf sehr leicht und leicht, wenn ich mich nicht irre. Weil sonst kriegt man keinen Schalldämpfer. So. Ich habe ja nochmal den Rasierer erwähnt. Den man unten finden kann, wo man dann hier mit Raiden anfängt zu spielen. Wie gesagt, den Rasierer kriegt man nur auf schwer. Und wenn man den eingesammelt hat und hat bis hierhin den Rasierer bei sich. Und da gibt es, wie gesagt, Plissken einen, die Sokom. Und Raiden gibt ihnen dafür dann den Rasierer. Ist, glaube ich, dann sogar ein Siemens-Rasierer, steht da nämlich drauf. Also wer es noch nicht kennt, probiert es mal aus, ne? Auf schwer, wie gesagt. Und dann könnt ihr das mal versuchen, um die Cutscene zu sehen. So. Ich habe es wieder mal total vergessen. Ich wollte ja eigentlich Codec-Gespräche machen, aber das werde ich in Anfang nächstes Pauses machen. Jo, da bedanke ich mich bei Zusehen. Haut rein und ciao.